Dennis! Jo? Ich brauche Grillsachen, Dennis. Jo, kriegen wir hin. Erzähl mal, was machst du denn hier gerade? Ich wiege jetzt zwei Stück für zwei Stangen. Ja, sehr gut. Unsere neuen Grillgebäcke. Hau mal in die Tasten. Was wiegst du denn jetzt ab? Das ist jetzt Haferflocken. Ja. Dann habe ich hier getrocknete Paprikaflocken. Ja. Weizenkleber. Einmal Salz. Dann haben wir jetzt Hefe. Dinkelmehl 36. Jetzt vermischen wir das Ganze. Mehl, Salz, Hefe, Weizenkleber. Geht weiter. Einer mit. Was hast du da denn jetzt Schönes? Das ist jetzt Haferkochstück. Rein damit. Ich stelle den jetzt an. Ja. Dann, wenn der fertig gelaufen ist, habe ich da noch ein Restwasser, was ich da dann mit zukippe und den nochmal unterlaufen lasse. Ja. Und wenn das fertig ist, dann schmeiße ich den in eine Wanne, also eine große Wanne, stelle mir eine Uhr, eine Stunde und ziehe den einmal auf. Und dann kommt er in die Kühlung. Was heißt aufziehen? Einmal zusammenfalten. Okay, dann kriegt er nochmal Stabilität. Genau. Und dann stellst du ihn kühl? Genau, über Nacht ins Kühlhaus und morgen früh holen wir den raus, stechen den mit der Maschine ab und dann kommt er wieder gebacken. Super, das gucken wir uns dann auch an. So, Meister, bist du zufrieden? Geht. So, jetzt falten wir das einmal. Falten, ja. Also wir ziehen das jetzt einmal auf. Ja. Oh, der hat auch schön, ist schon schön wollig, ne? Ja. Boah, geil. So. Gut. Und jetzt kommt das über Nacht in die Kühlung. Kühlung. Kühlung, bis morgen. Alles klar. Also der ist richtig, ja, schön aufgegangen, wie man sieht. Boah, der wird jetzt schön, hier, man sieht auch schön die Blasen hier. Wird jetzt hier ausgewogen und die Jungs machen das da auch. So, Tag 2 hier. Malte und Dennis machen jetzt die scharfen Griechen auf. Wir haben zwei Sorten. Das Zeusstange haben wir gestern gezeigt, das Rezept. Das ist eigentlich im Prinzip das gleiche hier. Bloß das dann noch Schafskäse, also nicht ganz das gleiche. Das ist reiner Dinkel, also ohne Hafer, aber mit Schafskäse und Peperoni. Auch schön scharf. Wink mal! Dicken Hände aus Mexiko. Ah ne, Hassendorf. Die werden jetzt nur in Mehl gedreht, ne? So, hier kommt jetzt fein säuberlich raus. Gleiches Prinzip. So, da kommen die Jungs raus. Werden dann hier gedreht. Das sind jetzt die scharfen Griechen, die kommen jetzt ins Wasser. Kommen dann hier in diese Mischung Dinkelvollkorn und Dinkelgranulat. Genau. So, wir haben jetzt hier die Dinger fertig. Der schiebt die jetzt hier vom Blech runter. Genau. Damit die natürlich schön auf der Steinplatte liegen. Gefühlvoll wie immer, ne, Dieter? Oh. Ja, siehst du? Schön. Einer geht noch. So. Oh.
Ja. Ja. Kommt. Mega. So, wie man sieht, super geworden. Zeusstange, scharfer Grieche. Oh, das ist mein absoluter Favorit. Richtig saftig hier. Oh, es glänzt noch so schön, ist richtig weich. Also wirklich super lecker. Das nochmal kurz auf den Grill gepackt. Der Hammer. Die müssen auch ein bisschen dunkler sein, weil sonst die werden von alleine weich, weil da so viel Feuchtigkeit drin ist. Also das ist durchaus Absicht, dass die ein bisschen dunkler sind. So, ab jetzt immer bei uns donnerstags im Sommer, ab donnerstags bei uns im Laden, in den Geschäften. Müsst ihr unbedingt probieren. Wir freuen uns auf euch. Ich glaube, ich gönne mir jetzt ein bisschen was.